Das Schloss der Menschenfeinde. Es befindet sich auf der Schwäbischen Alb. Wir kennen es unter einem anderen Namen, Liechtenstein. Eigentlich sollen Burgen vor Angriffen schützen. Schloss Liechtenstein dagegen ein Märchenschloss. Vor 200 Jahren tickt der Adel plötzlich anders. Es geht nicht mehr um die Wehrhaftigkeit der Burg, sondern um Selbstdarstellung. Wer Geld hat, leistet sich den Luxus, so wie zum Beispiel Friedrich Wilhelm, Graf von Württemberg. Er lässt sich dieses Schlösschen bauen. Sein Nachfolger bewohnt heute noch Schloss Liechtenstein. Wilhelm Albert, Herzog von Urach und Graf von Württemberg. Das Schloss in der heutigen Form ist erbaut worden als Sommersitz für die Familie. Und gleichzeitig war auch das Schloss, bevor mein Urgroßvater das umgebaut hat, schon ein Ausflugsziel, weil es eben eine sehr spektakuläre Lage hat. Und in dieser märchenhaften Kulisse soll ein Menschenfeind sein Unwesen getrieben haben? Der Stuttgarter Wilhelm Hauff ist berühmt für seine Märchen. Doch nicht nur. Sein Roman Liechtenstein ist einer der ersten historischen Romane überhaupt. Hauff lässt sich inspirieren von einer alten Sage der Schwäbischen Alb. Und die geht so. Eine Rittersfrau hasst ihre Mitmenschen. Sie lässt Schloss Liechtenstein bauen. Beim Ausblick auf die Ferne genießt sie ihre Einsamkeit und findet endlich ihren Seelenfrieden. Als sie stirbt, zieht das Schloss Liechtenstein weiterhin Menschenfeinde an. Viele hundert Jahre lang kommt einer nach dem anderen, bewohnt das Schloss und genießt den Sternenhimmel. Der berühmteste unter ihnen, Herzog Ulrich. Ulrich hat tatsächlich gelebt, aber schon 300 Jahre vor Hauff, im tiefen Mittelalter. Ein Widerling, der sein Volk knechtet und quält, ein echter Menschenfeind eben. In der Sage ist er genauso verhasst. Er wird von seinem Volk verbannt und versteckt sich in der Nebelhöhle. Nur nachts wagt er sich aus seinem Versteck und schleicht sich ins Schloss. In Anbetracht des Sternenhimmels verfliegen die Sorgen des Alltags. Tatsächlich ist das Schloss Liechtenstein zu dieser Zeit aber ein Luftschloss, das es nur in der Sage gibt. Hauff nimmt die alte Überlieferung und entwickelt daraus den Roman Liechtenstein. Wie das Nest eines Vogels auf die höchsten Wipfel hing das Schlösschen auf dem Felsen. Denn außer einem Turm sah man nur eine befestigte Wohnung. Aber die vielen Schießscharten in Mündungen von schwerem Geschütz hatten, wenn ihm die vielen hellen Fenster, so zeigten doch die ungeheuren Grundmauern und Strebepfeiler, die mit dem Felsen verwachsen schienen, und eine noch herrlichere, eine schöne Aussicht. Es war halt auch die Strömung der Zeit, es war die Romantik. Und also man könnte fast sagen, Neuschwanstein ist eine große Kopie von uns, weil mein Urgroßvater das ja 40 Jahre vor Neuschwanstein gebaut hat. Wie im Roman von Hauff verändert sich auch in der alten Sage der verhasste Herzog. Nach vielen Nächten unter dem Sternenhimmel versteht er plötzlich, warum er so ungeliebt ist. Er kehrt zurück, schafft die übertriebenen Steuern ab und findet seinen Seelenfrieden. Sagen sind immer auch Ausdruck der Sehnsucht eines Volkes. Wenn die äußeren Umstände nicht zu ändern sind, dann in der Geschichte. Der grausame Herrscher wird milde. Ein Erfolgsrezept für gute Geschichten. Der Mensch
wandelt sich. Nur die Wirklichkeit ist ganz anders. Der echte Herzog Ulrich hat sich nicht zum Guten verändert. Er blieb der ungeliebte Herrscher. Und das Schloss? In der Sage zerfällt es. Lediglich der Fels ragt als Zeichen von Reue und Einsicht in die Luft. In der Realität aber wird das Schloss erst 1842 tatsächlich fertiggestellt. Hauff erlebt den Bau nicht mehr. Er stirbt mit nur 27 Jahren. Lust auf mehr Sagen? Bei uns im Internet unter swr.de sagenhafter Südwesten.